Und schon wieder zurück bei Pillars of Eternity 2. Und wir sind immer noch hier oben bei Pedikis Aussichtspunkt. Aber wir hatten uns ja letzte Folge schon dazu entschieden, ja, dass wir einige von den Aufgaben, die wir jetzt bekommen haben, auch langsam mal lösen sollten. Wir haben jetzt wirklich, wirklich viele Quests gesammelt. Hot razor skewers, crusted swordfish. Nö, gerade habe ich keinen Hunger. Gerade nicht. Und ich gehe jetzt als allererstes mal zurück zum Ankerplatz der Königin, denn dort wartet derjenige auf uns, der seine Tasche wieder haben wollte. Die haben wir ja mittlerweile besorgt. Hier runter. Jawohl. Was? Eine Gruppe Principi-Seemänner kommt auf der Straße auf dich zu. Was wollen die denn von mir? Ventre, a moment. Ein langer, dünner Mann stellt sich dir in den Weg. Er trägt sein hinterhältiges Lächeln wie jemand, der seine bequemsten Hosen trägt. I saw you speak to my dear amico Degnos. So I thought to myself, why, Telfor, you must meet him too. Um ihn herum steht eine kleine Gruppe Gestandener, gut bewaffnet und gepanzert. Degnos, das war derjenige, der... Ich... Was geht es dich an, mit wem ich rede? Degnos is an associate of mine. His success is important to me, as it impacts my own. Sein Schulterzucken ist das Sinnbild der Sorglosigkeit. Ich kann nicht anders. Ach, Batzo! Talfor taumelt mit einem abgewürgten Schrei zurück und drückt seine Handflächen auf sein Auge. Er zieht seine Waffe und seine Begleiter tun es ihm gleich. Ja, Entschuldigung. Principi Priester. Oh Gott, die sind auch noch nicht. Die sind auch noch relativ. Oh, warte mal. So, widerwärtige Dornen. Schön. Aber ich würde gerne lieber den. Oh, ich würde. Pass auf, ich gehe erstmal. Guck erstmal, wie der Kampf sich. So. Wie der Kampf sich äußert, denn ich würde lieber dieses Feld hier machen. Adios, du bist gleich tot. So. Die sind schon nicht ohne, oder? Die sind schon nicht ohne. Der Halsabschneider hier macht mir ein bisschen Gedanken. Ja. Aber wir machen das mal so. Die sind wirklich nicht ohne. This is futile. Your eyes for that one. Warum ist denn Elof eigentlich schon wieder da vorne? So, der Priester ist schon mal tot. Jetzt schnappen wir uns noch den Pistolier. Und jetzt ist nur noch Talfor da. Mensch! Mordwir ist aufgestiegen. Stimmt, wir mussten ja Gestandene töten. Wir müssen mit Mordwir sprechen, ganz dringend. That was amazing. You're so great at killing things. I mean, really great. Wow. I feel incredible. Can we do it again?
Oh ja, wir werden das Nest noch sehr oft tun. Mordwür hat sich, glaube ich, verbessert. Füge den feindlichen Gestandenen 1500 Schaden zu. Ich glaube, Mordwür hat sich verbessert. Müsste das nochmal überprüfen. So, wir haben einige Sachen zum Plündern. Frisches Obst, Aquamarin. Ein paar nette Sachen, die wir verkaufen können. Da sage ich natürlich nicht nein. Warum sollte ich? Gute Kettenrüstung, auch nicht schlecht. Stiefel des Ausweichens. Ach guck mal, plus 8 Reflex. Können wir gut gebrauchen. Wir lassen nur eine Bande von nackten Leichen hier auf der Straße zurück. Ja, sie haben sich mit uns angelegt. Das war nicht unsere Entscheidung. Und wer mir so doof kommt um die Ecke und denkt, er könnte mich verarschen, ganz ehrlich. Da habe ich keinen Vertrag mit. Ist mir egal. So, wo ist denn jetzt der junge Mann hier? Der steht an der Bettlerinne oder so, hat man hier in der Quest gelesen. Hier unten, Kanal des Hausierers, die wilde Meere. Also müsste hier unten irgendwo sein, ich vermute es zumindest. Da rennen wir einfach mal ein bisschen schneller hin. To those who labor in the shadow. Ja, natürlich. Da ist Enya, da ist Degnos und Arvetta. Wer ist denn Arvetta? Ekosi, Fentry, you have found the satchel? Du schuldest mir eine Erklärung. It is not as you must think. Komm, Planka, hear me out. Sein Blick wendet sich von deinem Gesicht ab. Als ob er dir nicht in die Augen schauen kann. Schweiß bildet sich auf seiner Stirn und er nestelt am Saum seines Kittels. Dein Plan ist fehlgeschlagen, Talfor ist tot. Wir gucken mal, wie seine Reaktion darauf ist. Er erblasst und schaut alarmiert nach rechts und links. If you will not support me, I understand. Your contempt is justified. Er lässt den Kopf und die Schultern hängen, schlapp wie ein Schiff vor Anker. But I beg you, please do not tell Arvetta. Was genau war in dieser Tasche? Ich glaube, ich muss da einfach reingucken. Ich will erstmal verlassen, mich interessieren deine Erklärungen nicht. Ich gucke jetzt in diese Tasche, es ist mir jetzt vollkommen egal. Wo ist die Tasche? Da, oder? Oh, in der Tiefen? Hier ist die Tasche. Was? Ich kann sie nicht mehr öffnen? Warum? Where is my seal? Postinago, did you take it again? Sie packt Degnos am Arm und schüttelt ihn. Er zuckt zusammen und senkt seinen Kopf, versucht aber nicht, sich aus ihrem Griff zu befreien. You will feel the bite of the cat's tail if you have lost it, boy. Hast du jemals gesehen, dass aus Missbrauch Treue wurde, Temurina? Temurina? Ein valianischer Titel für verheiratete Frauen. Who would dare speak to me thus? Sie mustert dich einmal von oben bis unten, runzelt die Stirn, wendet sich dann an Degnos und stupst ihn mit dem Zeigefinger auf seine Brust. Is this Nazanali a friend of yours, Degnos? An acquaintance only, Casita. From the luminous bathhouse. Er vermeidet geflissentlich, dir in die Augen zu sehen und zuckt unbehaglich mit den Schultern. First you waste my servant's time, and now you have the gall to waste mine as well. Sie wirft dir über ihre lange Nase einen scharfen Blick zu und hebt eine Augenbraue. Sie erwartet wohl, dass du vor ihr erzitterst. Vergiss es. Komm, wir geben ihm das Ding. You must think. Komm, Planka, hear me out. Ich erzähle Arvetta nichts davon, wenn du versprichst, mit deinen Machenschaften aufzuhören. Nehala, yes! I will do as you ask, so long as you do not tell Arvetta. Er faltet die Hände und nickt energisch. My word is my bond. Er klopft auf die Brust. Alles klar. Our business is resolved, and my business is my own. Ja, ich habe das Gefühl, er hat dieses Siegel, das hat er nicht verloren, sondern er hat es da liegen lassen. Ich hätte da reingucken sollen und ich wusste, also ich hätte vielleicht auch mit... Natürlich auch mit dem Piraten da oben sprechen können. Der hätte mir vielleicht erklärt, was los ist, aber irgendwie ist es dann zu einem Schlagabtausch gekommen, weil er die Gewalt gestartet hat. So möge es in den Geschichtsbüchern stehen bleiben. Ah,
Tag, my little privateer. You have news for me? Nö. Naja, immerhin. Eine Sache erledigt. Schon mal. Die Not des Schiffsbauers, ja, finde die Piratenbande, die Radore ausgeraubt hat. Der Überfall fand in den nördlichen Gassen des Ankerplatzes der Königin statt. Hauswolf, die Bande schläft tagsüber, macht nachts Ärger in den Gassen. Das heißt, wir müssten im Prinzip bis zur Nacht warten in den nördlichen Gassen. Das ist ja dann eigentlich nur hier oben, ne? Dass wir damit auch mal endlich aufräumen. Aber wie können wir Zeit vergehen lassen, bis es Nacht ist? Können wir hier warten oder rasten? Glaube nicht. Ich glaube, da müssen wir in die Taverne gehen und dort rasten. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Uhr wir aktuell haben. Doch da, Stunde 13. Ja, 13 Uhr wird er wahrscheinlich nicht unterwegs sein. Aber dann können wir zumindest schon mal in die Taverne gehen und können dort mal kurz rasten. Das wollte ich ohnehin machen, da unter anderem Elof eine Wunde davon getragen hat, von den ganzen Kämpfen, die wir mittlerweile geführt haben. Und die würde ich gerne auskurieren. Ist nur die Frage, ob wir dann entscheiden können, wie lange sie schlafen möchten. Sie bis zur Nacht, was wir ja jetzt 13 Uhr, wenn wir 8 Stunden schlafen, dann müsste das doch genau richtig sein. Jetzt haben wir 14 Uhr. Wo ist denn der Wirt? Da, Güntel. Na, Güntel! What can I do for you? Nach intimerer Unterhaltung bin ich doch gar nicht. You're in luck, friend. The Wild Mare employs a number of courtesans skilled in... You'll find them upstairs. Ja, ja. You see anything you like? Nee, ich wollte eigentlich nur schlafen. Ich wollte wirklich nicht mit den Lagerraum hinter den Kulissen. Wie sind das denn dann 8 Stunden, oder? Müssen wir mal gucken. Im Bestfall ist es jetzt einfach Nacht. Guck mal, hat gut geklappt. 22. Stunde. Genau der Abend, den wir brauchen. Dann müsste es dann 23 Uhr sein, wenn wir da oben ankommen. Und das müsste dann, ja, das ist doch nachts, oder? Da müsste die Bande ja dann unterwegs sein und Ärger machen. Dafür, dass es Nacht ist, ist es hier aber immer noch verdammt hell. Potter, da sind sie doch. So she asked him what he calls that trick, and he says the Consuelo. Na, ihr sollt nicht da oben hinlaufen, ihr wollt nur mit ihm reden. Hä? Wieso kann ich denn nicht... Ich klicke immer seinen Wolfsgefährten an, ihn selber kann ich gar nicht... Das ist ein bisschen doof, ich kann ihn irgendwie gar nicht anklicken, oder? Nee. Ich sehe zwar, dass er hier ist, aber... Das macht die ganze Sache ein bisschen kompliziert. Hier. You're the one causing trouble in Cotter's neighborhood. Die Wölfin an der Seite dieses Mannes sträubt ihr Fell und knurrt. Er beruhigt sie und tätschelt sie hinter den Ohren. Dabei bleibt sein Blick stets auf dich gerichtet. I thought Remaro's pup kept better company. Cotter wirft einen Blick auf Seraphen. Ahoy, friend. So you still be doing that old referring yourself by name thing? Would have thought it'd have cost you enough lays by now to be dropping that affectation. Cotter has not missed the sound of your voice, Seraphim. Your smoke and mirror ghosts do not impress Kalezia, and they do not scare Cotter. Zwischen den gefletschten Zähnen der Wölfin hängt ein dünner Faden Speichel herab. Sorry, Valian names all sound the same to me. Which one is the pretty wolf? You'll know soon enough. Geister aus dem Zwischenreich holen? Schall und Rauch? Ich denke nicht.
Potters Augen weiten sich, als er die zahlreichen Formen rund um dich herum bemerkt. Einen Augenblick später ist es vorbei, als du die Geister wieder zerstreust. Komm, Planke. Cotter does not doubt his eyes. Eine valianische Bitte um Gnade. What do you want? Er packt seine Wölfin am Nacken und zieht sie zu sich zurück. Bist du der, der Zama Ärger macht? Zamar has money problems. Cotter has solutions. The little man doesn't know how to count his coins. Cotter heard a newcomer was talking with Zamar. Seine freie Hand geht zur Waffe an seinem Gürtel. Wrong play, Cotter. Let's be keeping this a friendly fucking chat. Lest the captain be calling your raise. Seine pelzige Hand liegt nahe seiner eigenen Waffe. Look, Celestia. Your supper comes with blue fur. Er stupst die Wölfin an, die mit einem tiefen Knurren antwortet. Tell the shipwright to accept Cotter's deal before he suffers another setback. Kommandiere mich noch einmal herum und ich nähe Stiefel aus deinem Wolf. Not Celestia. Seine Hand geht zum Nacken seiner Begleiterin. Seine Leute versuchen, ein Kichern zu unterdrücken. Eda, oh, das tut mir leid. There's better ways to scare him than threatening innocence. Ekosi, and whose side are you on? Your casita or the wolf? Potter wirft Eda einen verwirrten Blick zu. No one threatens Carter, you overstuffed boy. Ah, gut, weißt du was? Ein ausgestopfter Wolf macht sich sicher gut in meinem Zimmer. Celestia, the throat! Potter lässt seine Wölfin los und deutet auf dich. Der Rest seiner Leute greift zu den Waffen. Mal wieder. Ah, das ist ein Flächenzauber. Das ist nicht so gut, aber wir könnten den hier nehmen. Ich fürchte, das hat Lucius und Seraphim zerfetzt, aber das war es wert. Das war's wert, allein wegen der... Ja gut, wir können direkt nochmal in die Taverne gehen und da nochmal rasten, aber... Wow. Das hat sie aber ordentlich zerfetzt, aber hier alle. Ja, so viel dazu. Diese Angelegenheit wäre damit auch ultimativ geklärt. Ich denke, hier wird niemand mehr Ärger machen. Ist nur die Frage... Ich frage mich gerade, hätten wir seinen Wolf bekommen können? Bin ich mir gerade nicht sicher. Die Not des Schiffsbauers. Ja, wir können jetzt zu ihm zurückkehren. Und dann gehen wir von hier aus in die Messing-Zitadelle. Da haben wir nämlich auch noch eine Sache offen. Schiffsbauer war hier vorne, genau. Auf geht's. Worth telling. Zama wischt den Staub von seinen Schultern. Die Principi werden dich nicht mehr belästigen. Best news I've heard since I arrived on this rock. Zama senkt seine Hände. Sie zittern, als würden sie nicht wissen, wohin sie als nächstes greifen sollen. Schließlich zupfen sie wieder an seinem Bart, diesmal allerdings weniger wild. What of Captain Redora? Zama zieht sich die Enden seines Schnurrbartes straff. Has she sobered up yet? Or do we need to shake her by her ankles? Vergiss Radora, ich bin derjenige, der dein Piratenproblem gelöst hat. Zama kratzt sich am Nacken und blickt die Durchgangsstraße des Ankerplatzes der Königin entlang. Much as I want to help Radora, it's time I started looking after myself. Matters being what they are, Radora's commission is yours, if you can afford it. Zama glättert seinen Schnauzbart und pustet eine kleine Wolke Sägestaub weg. Ich bin vielleicht daran interessiert, Radoras Auftragsarbeit zu kaufen. That'll be the Iron Thunderer. A cannon well deserved of her name.
Tama strahlt vor Stolz. Maybe she doesn't stand up to Rawatai's standards, but she's got heart. For 1,000 pyres, she'll crack a hull, scour a sail, or splinter a deck like an imp with something to prove. Das ist also der Dank dafür, dass ich dir geholfen habe. 1,000 is plenty less than I offered the seasoned captain. Eine von Tamas buschigen Augenbrauen steigt steil nach oben. My hands are tied. Sorry. Aber weil es eine besondere Kanone ist, nehme ich sie. You will? I mean you will. Ich fühle mich gerade veralbert. Er greift nach deiner Hand und schüttelt sie zweimal kräftig. Your vessel will spit fire like a worm with a belly full of fire kelp. Mit einem Fingerschnippen ruft er seine Begleiter herbei und deutet auf dein Schiff. Viermal Eisendonnerer, Idealreichweite 200 bis 500, Schaden 6 bis 9. Da müsste ich jetzt aber mal... Die Eisendonnerer zeigt viele Fortschritte im Kanonenbau, die aufgrund des ständigen Seekriegs im Todesfeuer vonnöten sind. Die Kanone hat eine größere Reichweite und Feuerkraft als ähnliche Waffen aus dem Dürrwald. Die Munition ist zwar schwerer, aber für die Kanoniere nicht besonders umständlich. Aufgrund ihrer Vielseitigkeit und Verlässlichkeit ist die Eisendonnerer die wichtigste Marinekanone in der Region. Schön! Ja, dann können wir die auch direkt anbringen, oder? Wir hatten aktuell diese hier. Schaden 4 bis 7. Moment mal. Na gut, 6 bis 9. Nachladezeit 4 Züge. Nachladezeit 3 Züge. 150 bis 400. 200 bis 500. Ein bisschen mehr Reichweite. So. Dann haben wir jetzt zumindest schon mal neue Kanonen für unser Schiff. Finde ich auch gut. Na, kann man ja auch mal machen. Ach ja, 1000 haben wir jetzt dafür ausgegeben, aber das ist okay. Samt Handschuh und Messingfaust. Ne, wir erinnern uns. Der junge Herr, der aus dem Laden abgehauen ist und die Handschuhe gestohlen hat. Die ja Arkemir gehören. Die wir zurückholen. Und er will sich ja angeblich in der Messing-Zitadelle mit jemandem treffen. Auch das möchte ich jetzt gerne erstmal umsetzen, beziehungsweise herausfinden, was da los ist. Ach ne, ich wollte zuerst rasten gehen, ne? Ich erinnere mich. Wir gehen erstmal in die wilde Möhre. So, und ich merke gerade, also ich sollte generell wahrscheinlich... Ich sollte generell wahrscheinlich dafür sorgen, dass ich... Ja, dass wir Aufgaben, die wir bekommen, vielleicht auch sofort lösen. Ich glaube, das war keine gute Idee, einfach quer durch die Stadt zu gehen und alle möglichen Aufgaben anzunehmen, weil man bei vielen Aufgaben dann gar nicht mehr weiß, worüber die gesprochen haben. Gerade wenn man ein Let's Play macht, ist es, glaube ich, schwierig, weil ich ja eben nicht so extrem viel am Stück aufnehmen kann oder dann große Pausen dazwischen habe. Und dann vergisst man doch sehr leicht, was da gewesen ist. Insofern werde ich mich vielleicht in Zukunft daran halten, dass wir, wenn wir eine Aufgabe bekommen, erstmal dieser Aufgabe konkret nachgehen und erst danach dann weiter erkunden, erforschen und machen und tun. Weil wir haben jetzt hier so viele Aufgaben und so viele Quests bekommen, ich kann da gar nicht mehr alles im Blick behalten. Einmal durch den Schlund durch. So, und hier wollte sich unser kleiner Dieb wollte sich hier treffen. Warum geht's denn da rein? Konnten wir da schon immer rein? Bin mir gerade gar nicht sicher. Da ist er doch. Berteno. Beat it. I don't have time to chit-chat. Der dünne Valianer blickt mit einem erwartungsvollen Stirnrunzeln über deine Schulter. Ich suche nach ein paar Handschuhen. Hast du vielleicht irgendwelche? Er beruhigt sich und betrachtet dich mit einem kritischen Auge. Fascina sent you, didn't she? Bostonago, just for these? Kopfschüttelnd zieht er ein paar feine Handschuhe aus der Tasche und betrachtet sie mit offensichtlicher Enttäuschung. Soft as down, but not a single fence willing to pay me a fair price.
Maybe they've got imp stink all over them. Es wird dir schwerfallen, die Handschuhe eines Erzmagiers für schnelles Geld zu verkaufen. Should have guessed these were bad luck. Well, it's too late to go making smart decisions, isn't it? Noch nicht, noch nicht. Er öffnet den Mund, um mehr zu sagen, aber irgendetwas im Südwesten lenkt ihn ab und auf seinem Gesicht zeichnet sich das Grauen ab. Here he comes, and I'm too late. If Hamuto doesn't give me an extension on my debt, I'm a dead man. Halt den Rand und folge mir. Bertenno blickt kurz auf dich, dann zuckt er mit den Schultern und schluckt. Eine Einheit Seemänner mit Piken und Schusswaffen in den Händen und stählernen Blicken nähert sich ruhig und professionell dem Hafen. Ihnen voran steht ein großer Omawaner in einer senfgelben Uniform. Er richtet seine Aufmerksamkeit abwechselnd auf dich und Bertenno. So, Bertenno, you hired a mercenary, or else a negotiator. That coin should have gone toward your debt to me. Hamuto reibt an einer langen Narbe, die sich über seinen gesamten Hals erstreckt. Huh? No, I didn't. I would never go behind your back. Bertenno bleiben die Worte im Halse stecken. Von Panik überrascht wendet er sich dir zu. Klappe, Bertenno. Hier reden jetzt Erwachsene. Hamutos Augen hellen sich auf und er nickt. Die Soldaten um ihn herum lachen zustimmend. I like dealing with people of substance. Er nickt nachdenklich. This is a private matter. Your interference is unnecessary. Hamuto spreizt seine Hände auf friedliche Weise. Während seine Soldaten ihre Waffen auf Bertenno richten. Was hast du mit Bertenno vor? Indentured servitude. I trust this is a more honest and respectable alternative than any pursuit he would take on his own terms. Seraphen schnaubt durch seine vernarbte Schnauze. Be calling it whatsoever you like, Captain Cogswallow. But your honest and respectable slavery be slavery all the same. Er spuckt auf den Boden. Your toy pirate speaks out of turn. I would teach him a lesson if I were you, Captain. Er kommt mit mir. Hamuto stößt einen durchdringenden Pfiff aus. Einige Soldaten, die in der Gegend herumlungern, sind mit einem Schlag aufmerksam und treten im Hafen in Formation an. I salute you for your courage, but I ask you to reconsider your position. Er erlaubt sich ein sehr, sehr kleines Lächeln. Das hier geht nur Hamuto und mich etwas an. Glaubt ihr, ich würde auch nur einen Moment zögern, bevor ich mir einen von euch vorknöpfe? Einige Personen aus der Verstärkung, die Hamuto zu Hilfe geeilt sind, sehen sich gegenseitig mit unruhigen Blicken an. Sie stecken ihre Waffen mit zunehmender Geschwindigkeit weg und entfernen sich eingeschüchtert von der Szene. Cowards, there will be a reckoning, for I know each one of your faces. Er wendet sich anscheinend an alle im Bezirk. Wie ich schon sagte, du wirst ihn nicht mitnehmen. My friend, look around you. We stand in the shadow of the brass citadel, not some Valian den. Hamuto gestikuliert, die Handflächen nach oben gerichtet. Raise your fist and the full force of Rauatai's armada will descend on you. Or back away and live to fight again. Er zeigt seine Zähne bei einem grimmigen Lächeln. Die Vorstellung scheint ihm zu gefallen. Aber ich lass mich nicht bedrohen, auch nicht von dir. Und wenn die Rauataianer eben gegen mich kämpfen wollen, gut. Die Valianer wird es freuen. Vergiss es, Hamuto. You, look alive. Hamuto schnippt mit seinen Fingern in Richtung der anderen Seemänner der königlichen Todesfeuergesellschaft am Hafen, die sich interessiert eurem Gespräch zuwenden. My friend here needs a lesson in humility. Er signalisiert seiner Begleitung den Angriff. Ja, dann gucken wir doch mal. Der ist bestimmt schon wieder... Ah, der ist ja alles andere als... Ah, gut. Ah, das geht wieder nur so. Wir könnten aber den hier machen dann. Lava Rubion.
Das Schwert schon wieder. I can't believe I'm finally out of debt. Ich würde das so nicht sagen. For the first time in my life, I'm free. Bertenno verschränkt seine Hände, in seinen Augenwinkeln stauen sich Tränen auf. Ja, ich musste auch nur deine Feinde töten. Belfetto, problems like this always work themselves out in the end. Eben nicht. If you see Fassina, tell her I'm hiding out with some principy friends. Also, catch! Er wirft ihr Rokovas Finger abschätzig zu. Ja, die haben wir zumindest jetzt wieder zurückbekommen. It's a new Bertenno all the way. Pirate Bertenno doesn't get himself in anyone's debt. Lauthals lachend flitzt er weg. Ja, irgendwie... Ach, ein paar schicke Helme sind mit dabei. Ja, sehr schön. Und Arkebusen auch. Na gut. Ja, da hat die Königliche Todesfeuergesellschaft mit Sicherheit ein Problem mit uns, wenn wir das so machen. Nur so meine Vermutung. Principi, die mögen uns überhaupt nicht. Ja, die Königin, ja, da ist doch alles in Ordnung hier. Da kann man sich nie beschweren. Niketaka, Huana mögen uns, die Dämmerungssterne sowieso. Finde ich gut. Aggressiv. Ja, wir sind in letzter Zeit ein bisschen aggressiver geworden, das habe ich auch gemerkt. Ich versuche natürlich auch... Also es ist nun mal so... Ach, das war unser Seemann, den wir noch mitnehmen konnten. Dass... Ja, auf Drohungen reagiert der Lucius eigentlich immer sehr aggressiv. Auch wenn das meistens nicht unbedingt in seinem persönlichen Vorteil ist, aber sowas lässt er dann nicht stehen. Man kann freundlich miteinander reden, aber in dem Moment, wo gedroht wird, ist die Sache dann auch durch. Oder wo jemand versucht, einen offensichtlich zu veralbern oder zu verarschen, um es mal auf Deutsch zu sagen. Ja, wir haben zumindest ein paar der Dinge gelöst. Den Handschuh bringen wir jetzt natürlich zurück. Aber Hamuto getötet und Bertenno befreit? Naja. Ich hab's nicht für Bertenno getan, sondern weil Hamuto irgendwie das Gefühl hatte, wir müssten seinem Wort gehorchen. Und das sehe ich nicht. Na gut. Jetzt aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sag einfach mal, bis gleich. Tschüss.